Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, euer Lemmingwanzel, und ich heiße euch heute alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftseroberung. Heute wollen wir uns diese Festung mal reinziehen, mal gucken, was sie so auf dem Kasten hat. Ihr Lieben, ich glaube, ihr hört es ein bisschen an meiner Stimme. Es ist doch ein bisschen, sag ich jetzt mal, arger gewesen, was es gerade so mit der Krankheit zu tun hat. Aber nichtsdestotrotz, ich bin eigentlich fit. Meine Stimme ist halt nur ein bisschen weg, jetzt auf einmal. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wir haben jetzt vor einigen Tagen 1600 Abos geschafft. Saugeil, freut mich riesig. Alter, die Stimme ist echt am Arsch. Ich werde heute wahrscheinlich auch nur ein Video machen können. Deswegen auch ebenfalls großes, großes Dankeschön an diejenigen, die von euch die Festungen reinschicken, mit denen ich auch in Kontakt bin. Super cool. Es gibt jetzt in der Kanalbeschreibung, braucht ihr einfach nur auf meinen Kanal zu gehen, geht da hinten auf die Beschreibung drauf. Dort werdet ihr auch einen Einladungslink zum Discord-Server finden. Dann könnt ihr dort auch mit mir in Kontakt treten. Und wie gesagt, es kommen alle dran. Ja. Nur ich möchte halt auch, dass ihr das beherzigt, was ich euch sage, wenn es hierbei um Oryx geht, die halt zu oft ankommen. Dann redet mit mir, dann ist das kein Problem, dann finden wir eine Lösung, finden immer einen Weg. Und ja. Ich hoffe, dass der Link funktioniert. Ansonsten kotze ich wie eine Fuhre Mist, aber ich denke mal schon. Und kommt rein, ihr könnt mir da auch gerne privat schreiben, das ist kein Thema. Und jo. Richtig. Wichtig wäre mir nur, dass dort nicht rumgeflamed wird oder sonst irgendwas. Das ist ein ganz. Da. Dieser Discord-Server ist einfach nur dafür da. Chillen. Okay? Chilliges Beisammensein, das ist das Wichtigste hierbei. Und ja, fangen jetzt erstmal an hier, weil sie so die. Aber ich denke mal, das ist eigentlich hier auch auf dem Kanal. Muss ich dazu mal sagen, ein riesiges Dankeschön. Es kommt selten Geflame, selten wird sich auch beschwert. Den Beschwerden wird dann natürlich auch mal nachgeguckt, was da los ist. Und ja. Wir haben die Festung auch schon einmal vorgestellt, das weiß ich. Deshalb hat es nur eine Weile gedauert, bis ich sie angegriffen habe. Du meine Fresse, meine Stimme ist echt am Arsch. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal gesagt, dass hier wahrscheinlich zu viele Online-Eroberungs-Uruks drin sind. Das sage ich jetzt. Das ist jetzt heute jetzt nicht schlimm. Das tun wir jetzt einfach mal. Obwohl, es geht, ja, doch, es geht. Es geht. Der Einzige, der jetzt hier eigentlich wirklich auffällig wäre, wäre hier Asaku Schwarzdorn. Der Rest ist, glaube ich, so semi-mäßig bekannt. Deshalb ist es noch alles okay. Aber ich würde dir empfehlen, nicht zu sehr auf diesen Online-Eroberungen aufzubauen. Jeder Einzelne hat in seiner, wirklich jeder hat in jedem Spiel, hat der starke Uruks. Also, das sind auch mehr als einmal werden auch welche nur mit zwei Schwächen auftauchen. Ja. Okay, und dann wollen wir jetzt auch mal loslegen, ne? So, ihr Lieben, so, da stehen wir nun und wir wollen erstmal beginnen, uns auch die Uruks anzugucken. Ich nutze jetzt nochmal kurz diesen kleinen Zwischencut, jetzt nochmal kurz, um eine Ankündigung zu machen. Es wird diesen Monat, kommt ein Spiel für die PS4 raus. Das wurde jetzt auch schon mehr für den PC gezockt, weil das Release-Datum für den PC war deutlich früher. Aber das ist mir scheißegal. Das sage ich ganz ehrlich. Ich möchte dieses Spiel zocken und es wird sich hierbei um Mountain Blade Bannerlord handeln. Es gibt ja den Vorgänger Mountain Blade Warband, den habe ich sogar noch länger gespielt, als ich jetzt hier Schatten des Krieges spiele. Das ist jetzt schon vor 7 Jahren habe ich den beispielsweise angefangen zu spielen. Es ist ein super geiles Spiel und ich freue mich riesig auf den Nachfolger. Ich denke, wir werden den werde ich sehr gut auf dem Kanal etablieren können. Und ja, nur mal so als Ankündigung, das wird im Monat Oktober wird dieses Spiel rauskommen und ich werde es zocken. Ich werde es zocken. Ich habe mir sogar extra für diesen Zeitraum Urlaub genommen. Und weil das wird gesuchtet. Wirklich. Da auf Teufel komm raus. Und ich denke mir, ich werde dazu auch viel, viel machen. Viele Staffeln raushauen. Und ja. Und wie gesagt, die Champions of Mordor, die Stammeskämpfe Staffel 2 steht ja jetzt auch an. Also es kommt super viel Content, wird jetzt auf dem Kanal erscheinen, rund um Champions of Mordor. Also da könnt ihr euch
können sich alle Champions of Mordor-Fans natürlich riesig freuen. Zunächst werden jetzt bald Teams, werden jetzt hoffentlich bald alle vorgestellt sein. Und, oder sind es schon. Und dann werden auch die ersten Kämpfe auch bald stattfinden. Ich freue mich wie ein Schneekönig, ihr Lieben. Ich bin richtig gespannt, was dabei rauskommt. Wir haben hier einmal Takra Brennzange. Okay, nice. Ist ein ziemlich, also eher schwächlicher Uruk. Aber ist cool, dass der auch dabei ist. Sowas ist auch mal nicht mal verkehrt. Was haben wir hier noch? Einmal Ratak, der Turm. Naja, ihr wisst, wie ich zu Türmen stehe, gell? Vom Äußeren her sind die ganz cool, aber ohne Scheiß, wenn du 20 Mal gegen die gekämpft hast, dann kotzt du irgendwann, wenn du die nur siehst. Dann haben wir eine Blutaxt, Hocklick, sehr geil. Ist kein Online-Eroberungs-Uruk. Sehr, sehr cool. Was haben wir noch? Einen Schädelbrecher, auch nicht schlecht. Nice one. Was haben wir hier noch? Und ein Herzfresser auch ist hier mit am Start. Was mir hier ein bisschen auffällt, was ich ein bisschen schade finde an der Festung ist, ist einfach, dass ungenutztes Potenzial ist hier bald ein bisschen durch die Lappen gegangen. Aber ich denke mal, für die erste Festung können wir das einfach mal gelten lassen, ja. Nächstes Mal wäre es cool, wenn du ein paar mehr Uruks reinhaust. Natürlich ist es so, dass es mir, natürlich sind mir solche Festungen dann teilweise lieber, als wenn dann 20 Online-Eroberungs-Uruks drin sind. Also schon mal da ein dickes Plus eigentlich gemacht, ne? Also, das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Geil, die... Haha, denkt ihr euch? Ich kann euch echt eins sagen, ich bin riesig gespannt und ich muss jetzt erstmal mit dieser Blutaxt reden, bevor ich mich schon wieder verquatsch hier. So, komm her, du Sau. Die Blutaxt wird dich kein Stück weitermachen lassen. Dein Angriff auf diese Festung endet hier. Läuft saugeil. So, auf sowas hoffe ich immer, immer sowas zu hören. Für diejenigen, die beispielsweise auch eine Isengard-Festung machen wollen, ne? Ich weiß, dass, glaube ich, eine ist, glaube ich, in Arbeit gerade. Eine Blutaxt ist da auch eine gute Idee. Das hat einfach auch mit dem Helm zu tun. Weil ich finde, das ist so... Der Helm ist so das... Womit man die sehr, sehr gut etablieren kann. Knagi am Sagi? Oder was los? Na komm her, du Sau. Am Ende, das hat schon. Ja, Knagi. Ja, das ist schnell ganz knusper hier, der Kerl. Boah. Achso, ja, und, ich hoffe, ihr seid da alle mit dabei. Ich werde dann auch anfangen, mehr Videos dazu zu machen. Mal sehen, wie es dieses Jahr sein wird. Ich habe mir tatsächlich mal was überlegt, ob das vielleicht eine Idee wert wäre. Leider hat es immer so nur sehr, sehr semi-gut geklappt, mit dem Wanzen-Squad tatsächlich... GTA aufzunehmen, leider. Weil immer mal wieder, wenn ich natürlich, so sage ich jetzt mal, mit Phantomen rede und man hört die nicht, dann ist es natürlich ein bisschen schade. Ja, es sind natürlich immer mal wieder coole Videos entstanden, die ich noch nicht veröffentlicht habe. Wenn ihr natürlich Bock darauf habt, schreibt es unbedingt in die Kommentare, dann mache ich das. Wird natürlich ein bisschen Arbeit, ist natürlich ein bisschen Arbeit dahinter, dass ich da mal vielleicht einen coolen Zusammenschnitt mache. Zu Weihnachten werden wir das wahrscheinlich wieder machen. Das ist so unser persönliches Ding. Immer zu Weihnachten. Schöne Session GTA. Wenn es euch natürlich gefällt, ihr Spaß daran habt, würde ich mich da gerne über den Support freuen. Über Kommentare. Deines Körpers durchdringt. Du sollst mit Verderbnis erfüllt sein. Du hast auch nicht mehr alle Latten am Zaun, hä? Aber cool, dass er hier so ein... Das ist cooles Geschwätz gewesen, nice. Hab ich auch schon lange nicht mehr gehört. Gehen wir jetzt auch nochmal... Um jetzt auch nochmal auf das Spiel Bannerlord einzugehen, ich sage euch eins, ich freue mich riesig drauf.
Und es würde mich freuen, wenn ihr dazu auch mal euren Senf dazu geben würdet, dann natürlich mal schreiben, ob ihr das eine coole Idee findet. Dann haben wir dieses Jahr auch, dann wird es auch auf meinem Kanal wieder ein bisschen mehr Content geben, ein bisschen abwechslungsreicheren Content. Das natürlich Schatten des Krieges wird weiterhin bestehen, so lange wie es geht. Ne? Wäre natürlich schön, wenn es das dann auch für die PS5 gibt. Wenn ich mir die irgendwann mal hole, weil ohne Scheiß an die Dinger kommt man irgendwie ganz schwer dran. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, 1000 Euro für das Ding auszugeben. Also irgendwo muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, da muss man auch mal einen Punkt machen. Weil ich für mich und meinen Teil sind 1000 Euro für eine Konsole viel zu viel, die nach 5 Jahren wieder vorbei ist. Alles klar. Mal sehen, wie ihr das... Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Ich persönlich muss echt sagen, 1000 Euro, das ist viel zu viel. Auch 600, 700 Euro, das ist way too much. Mal ganz ehrlich sagen, vieles hat natürlich auch Gründe, warum es teurer wird. Aber das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Irgendwo muss echt mal die Kirche im Dorf bleiben. Weil 1000 Euro, ganz ehrlich, das wirklich ist am Ende nicht wert. Weil wenn ich dann 5 Jahre mit dem Scheißding spiele und dann in dem... Und dann sage ich jetzt mal, nach 5 Jahren eine neue Konsole rauskommt, ey, da habe ich 200 Euro jedes Jahr bezahlt. Da sage ich ganz ehrlich, das ist es absolut nicht wert. Und vor allen Dingen bezahlt man dann auch noch PS Plus. Das ist eine andere Sache noch an der Stelle. Wenn man das natürlich gratis dazu bekäme, okay, könnte man darüber reden. Aber so ist es absolut viel zu viel. Absolut. Und da ist es mir echt, muss ich euch ganz ehrlich sagen, herzlich scheißegal, wie leistungsstark die sein soll. Ich hoffe, dass ihr jetzt mir mal kurz meine Ansage dazu mal ein bisschen nachseht, weil ich fand, das muss jetzt auch mal ausgesprochen werden. Das ist einfach, das ist sowas fuchst mich beispielsweise immer so. Ich finde auch eine Konsole, besonders eine neue, das ist kein Sammelgegenstand. Ganz ehrlich, das ist nicht so, als ob du da eine Rolex kaufst oder sowas. Ja, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Oder dass es am Ende nur denen vorbehalten ist, die das Geld dafür haben. Das kann nicht sein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich mir mal überlege, was ich früher... Ich habe früher für die... hier für die PS4 habe ich, glaube ich, 300 Euro bezahlt. Da war ich schon. Und für die Xbox 360, da haben wir sogar nur knapp, noch nicht mal 200 Euro bezahlt. Also, ganz ehrlich, irgendwo reicht es dann halt auch mal, was jetzt auch mal hier die... Natürlich, ein gewisser Preis sollte es haben, aber eine Preissteigerung von knapp, von mehr als dem Dreifachen, das ist natürlich... Was soll denn der Scheiß, wieso werde ich jetzt hier sowas schon gekillt? Fast. Geh weg, du Sau! Das ist in meinen Augen, das ist einfach nicht zielführend irgendwo. Ich kämpfe weiter. Aber ich denke, das müssen die dann selbst unter sich dann ausmachen. Ich denke, jeder Einzelne, der wird dann irgendwann sagen, ey, ja, ich kauf's einfach nicht, weil es sich einfach nicht lohnt. Und dann werden die schnell auch merken, dass es, wenn es sich nicht lohnt, dass dann die gefälligst ein bisschen runterzusetzen haben, wenn dann am Ende kein Mensch die Scheiße kauft. Das ist ein bisschen scheiße dann in dem Moment. Ganz ehrlich. Oder es fangen immer mehr Leute an, auf andere Sachen umzusteigen. Die dann natürlich auch irgendwo längerfristige Option. Wir reden hier zum Beispiel zum Thema PC oder so. Ich bin natürlich jetzt nicht der größte PC-Spieler, aber ganz ehrlich, wenn man einen ziemlich leistungsstarken PC hat, den hast du dann auch schon mal ein paar Jährchen länger als eine Konsole. Obwohl ich sagen muss, die PS4, die hat schon echt Legendenstatus erreicht. Das kann man echt sagen. Die PS4 muss, das ist echt... Egal ob Pro oder nicht, ich muss echt sagen, ich bin absolut zufrieden mit dem Leistungsverhältnis, was sie da gebracht haben. Und... Nachdem du tot bist, verfüttere ich... Ey, guckt euch das mal an. Cool, der war auch mal... Hier ein Sklave, beziehungsweise war auch mal in Gefangenschaft. Voll geil. Was mir auch gerade mal einfällt, ist eben,
Ich habe jetzt, letztens habe ich jetzt die Herr der Ringe, habe ich jetzt mal angefangen. Und ich muss euch jetzt mal ganz ehrlich, also ich war erst ein bisschen skeptisch gegenüber der Serie, ja. Ich mochte eigentlich alles, was zu Herr der Ringe rausgekommen ist. Ich habe mir zwar nie die Bücher, hab zwar nicht die Bücher gelesen, ich habe sie zwar, aber ich habe sie echt nie gelesen irgendwann. Viele sagen mir, du musst die Bücher lesen, du musst die Bücher lesen. Ja, ist in Ordnung. Und wenn ich das dann anfange, dann höre ich trotzdem irgendwann auf, weil ich dann immer keinen Bock mehr habe, so richtig. Oder im Urlaub. Aber derzeit lese ich gerade Star Wars und ja. Dazu soll es ja auch nochmal ein Riesenspiel rauskommen. Das mit, was weiß, hast du nicht gesehen mit von wegen, was weiß ich, was war das mit Open World zu tun hat? Da habe ich auch gedacht, alles klar. Sie dir dreifach einzahlen. Okay. So, muss das denn sein? Natürlich muss das sein. Meine Fresse, jetzt stirb doch mal, du Sau. Das ist so das Ekelhafteste, wenn dann die, ach scheiße, wenn dann die Schildträger dich permanent erzürnt sind und du kannst die nicht mal richtig töten und du musst irgendwie hinter die kommen. Um die zu töten, dann ist es halt echt ätzend. Du meine Fresse, könntet ihr den mal umbringen? Oh, wie viele sind denn das? Jawohl, endlich haben sie ihn gekillt, ey. Challenge auf jeden Fall, nicht angeschwätzt werden von dem Turm. Willkommen in meinem Thronsaal. Oder wie ich ihn nenne, deine persönliche Folterkammer. Bald kennt man ihn nur noch als dein Grab. Oh! Geroastet! Ich finde die Frisur von dem cool. Finde ich echt nice. Hat was. Dampf geben. Attacke. Nee, das gibt's nicht. In dem Moment, wo ich zusteche, wo ich gerade die Attacke starten wollte. Ach, ich hasse es. Moment, kurz, ich muss mal kurz was gucken. Was hat denn der überhaupt für Schwächen, der Kerl? Anfällig für Bestien. Ist der überhaupt, oh, das ist ein bisschen schlecht. Nee, ist kein bisschen schlechter. Doch, ist ein bisschen schlechter. Was ein Scheiß. Was ein Scheiß. Aber er ist verwundbar durch Bestien. Ach, das ist der andere. Ah, das ist der Turm. Den killen wir dann jetzt mal kurz schnell.
zerschmettert. So wie sie es gehört. Jawohl, das ist es. Gib ihm jetzt. Müssen wir drauf. Wir sind jetzt gerade, wir schlagen ihm aus seinem Thronsaal raus. Bring dem seinen scheiß Leibwächter um. Stirb jetzt. Du sollst endlich sterben, du Schwein. Weil mit seinem Tod ist sein Herr auch tot. Jetzt können wir den in Frieden abmurksen. Autsch. Schlag ihn. Na super. Habe ich hier nur mit Dilettanten zu tun? Hat einen Berserker, den hätte ich ja umbringen können. Was ein Scheiß. Naja, machen wir es so. Ich habe erst gedacht, es wäre ein Brecher. Haha. Auch nicht schlecht. So geht's auch. Okay, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, lasst ein Like, Bewertung, Abo da. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, bleibt dabei. Macht's gut, eure Lemmingwanze. Bis zum nächsten Mal. Und schmeißt den Scheiß endlich runter, es stinkt. Ciao.